Gold Rush City, ein verschlafenes Nest in den Bergen von Montana. Es wohnen einige brave Bürger in dieser Goldgräberstadt. Ein friedliches Städtchen, in dem man sich kennt und gegenseitig hilft. Da es hier so gut wie kein Verbrechen gibt, ist der Sheriff schon ein wenig eingerostet und in die Jahre gekommen. Doch all das sollte sich im Spätherbst ändern, als die Johnson-Brüder die Stadt heimsuchten. Sieht aus wie der von einem stinkenden Muli. Wer ist dabei? Ach, komm her!
Immer dasselbe. Hey, hombres! Ihr Pissnick, am besten ihr verzieht euch hier wieder dorthin, wo ihr hergekommen seid, sonst bekommt ihr es einen Punkt. Denn das hier ist unsere Stadt. Wo geht's hier zum Sheriff? Alles schon vorbei hier? Hey Sheriff, was weißt du über die Johnson-Bande? Johnson-Bande. Sie kamen vor ein paar Monaten in unsere Stadt und seither tyrannisieren sie uns. Sie morden brave Bürger auf offener Straße, sie rauben unsere Banken aus. Sie überfallen Postkutschen und wir werden sie nicht mehr los. Ist doch Glaube so eine Flasche, Sheriff. Aber es hat immer noch gereicht, dich kleinen Viehdiebein zu buchten. Aber auch nur, weil ich sturzbesoffen war. Also diese Johnson. Oh, hi Bonnie. Liebling, das ist Bill Williams und das ist Sam Carson. Leute, dies ist meine Tochter Pony. Sehr freut. Und was macht ihr hier in der Stadt? Helft ihr uns mit den Johnson-Brüdern? Also eigentlich. Ja, glaub, deswegen sind wir hergekommen, Hübsche. Moment mal. Sollen wir wegen dieser Schnalle schon wieder unser Leben riskieren? Ja, das ist sie. Sieh sie doch an, Mann. Wir reiten weiter, lassen diese Stadt hinter uns. Nein, die ist es, die eine oder das keine. Das habe ich das letzte Mal auch schon gehört. Ich schwöre, das ist sie. Schwörst du es? Die eine und sonst keine. Beim Leben, deiner Mutter. Beim Leben meiner Urgroßmutter. Na gut. Also, wo finden wir diese Johnson-Brüder? Also passt auf. Das jüngste Mitglied in der Bande ist Joe Johnson, auch Little Joe genannt. Er ist nicht gerade die hellste Kerze im Leuchter. Er bastelt ständig an seiner Farm draußen herum. Und mich wundert es bei ihm auch nicht, dass sie nie fertig wird. Am ehesten trefft ihr ihn dort an. Das zweite Mitglied in der Bande ist Jeffrey Johnson. Er ist ein alter Trunkenbold und Lustmolch. Er soll auch schon beim Betrügen erwischt worden sein. Wenn ihr ein paar Saloons und Freudenhäuser abklappert, solltet ihr ihn bestimmt finden. Jim Johnson, der zweitälteste der vier Johnson-Brüder. Er ist ein cholerischer, leicht paranoider Tunichtgut. Er schießt zuerst und stellt dann die Fragen. Sein Revolver erkaltet eigentlich nie. Er ist stets darum bemüht, seine Schießkünste in Form zu halten. Und nun zum Kopf der Bande, John Johnson. Über ihn ist eigentlich wenig bekannt. Ihn zu finden wird wohl die schwierigste Aufgabe sein. Man munkelt, dass er sich mit Dynamitschmuggel ein bisschen was dazu verdient. Angeblich hat er unten in Batman's Valley ein Versteck aufgebaut, in dem er das Zeug lagert. Doch keiner hätte diesen Ort bis jetzt gesehen, sollte es ihn tatsächlich geben. Ach ja, noch was, Sam. Ach ja, noch was. Lass bei Little Joe mal die Fäuste weg. Aber ein kleiner Klaps hat doch noch keinem geschadet. Ach komm schon. Der Junge kann nicht mal bis 13. Den schafft er auch ohne gleich wieder die Fäuste fliegen zu lassen. Aber ich bin doch gut in dem, was ich mache. Was anderes behaupte ich ja auch nicht. Aber du könntest es ja trotzdem mal versuchen. Nur einmal. Von dieser Johnson-Bande? Vielleicht. Ich muss mal ein paar Takte mit dir reden. Neulich im Saloon ist es mir schon aufgefallen. Deine Brüder hacken ständig auf dir rum. Dabei wissen du und ich, wer der wahre Kopf dieser Bande sein sollte. Jim?
Nein. Jeffrey? Nein. Der alte Bauer Stanson? Nein, du, du! Du! Oh, ich verstehe. Es ist doch so, Joey. Deine Brüder respektieren dich einfach nicht. Deswegen ist es jetzt an der Zeit, dass du ihnen zeigst, wo der Hammer hängt. Wie jetzt? Wenn es morgen zwei schlägt, wird ein Dampfross voll beladen mit Gold an der alten Canyon-Haltestelle halten, um Wasser nachzutanken. Genau das ist der springende Punkt. Du schlägst zu, krallst dir die gesamte Ladung und bringst sie zu deinen Brüdern. Und dann wirst du der neue Boss. Welches Pferd soll ich hauen? Zweimal? Das tut doch weh. Das arme Tier. Und von welchem Punkt soll ich überhaupt springen? Also gut. Canyon-Haltestelle, morgen 2 Uhr. Sei einfach dort. Moment mal. Ich weiß, was du hier willst. Du willst mich aus der Stadt treiben. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich hol meine Brüder. Halt! Halt! Nach dem Tod von Joe beorderte John seine Brüder zu einem Treffen in ihr Versteck. Boss, die Sache mit Joe, die lassen mir keine Ruhe. Da waren sicher die zwei Typen, im Salon dahinter. Ach, diese Weiche, ja. Das Patzen hier hat sich hundertprozentig selbst in Deckel gebracht. Die brauchen wir uns gar nicht Sorgen machen. Ich will auch nicht erschossen werden, wenn ein räudiger Hund. Wie gesagt, der Dicke und der Lange, was wollen wir uns schon anhaben? Na, wie wär's mit uns zwei heute? Ach, du bist doch komplett betrunken. Ach was, ist noch halb so schlimm. Das funktioniert heute Nacht sicher nicht mehr. Ich glaube, ich muss dich noch etwas züchtigen. Los, verschwinde! Auf hier! Hey Freundchen, das wird nicht. Such dir jemanden in deiner Größe. Du hast es nicht anders verdient! Oh mein Gott, er ist tot! Darum brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Ich danke dir, du hast mich gerettet. Ich muss leider weiterziehen. Der Wilde Westen ruft mich, Baby. Leb wohl. Bleib ruhig, Junge. Du weißt ja genau, wir zwei waren immer schon die Hestenköpfe in der Familie. Was wollen der Dicke und der Lange schon wieder gegen uns ausrichten? Ja. Nichts, ne? Das empfehle ich mir auch noch um. Ja. Jim Johnson, deine letzte Stunde hat geschlagen. Versauen mir meine ganzen Pläne, diese alleinige Dreckstadt zu übernehmen. Die zwei Kleinen, John und Jeffrey, die waren mir nicht leid. Die wären sowieso früher oder später draufgegangen. Aber um Jim, um den ist mir schon leid. Er hatte immer gute Ratschläge für mich parat. So, das heißt wohl, ich soll mich an ihn rächen, nicht wahr? Aber was könnte ich hier machen? Diese Alte, die Tochter vom Sheriff, die könnte ich ja entführen. Oder besser noch, ich lege sie gleich um, oder? Genau, ich stöße sie von der alten Klippe bei der Goldmine, wo
die alten Zwerge immer ihr Gold abbauen, genauso machen. Guter Plan. Hey Sam, ich hab das Versteck von diesem Johnson-Boss gefunden. Ja, was willst du jetzt damit machen? Ich jag's hier mit hoch und ihn gleich mit. Doch der Plan ging schief. John Johnson befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in seinem Versteck. Was ist das? Das ist doch Bonnies. Oh mein Gott. Sie haben meine Tochter entführt. Ihr müsst mir helfen. Das war sicher dieser John Johnson. Schon wieder diese Johnsons. Los, wir bringen sie dir zurück. Dort sind sie! Los! So, Herr Banausen, das hier ist nun für meine Brüder. Das habt ihr davon, wenn ihr in meine Stadt kommt. Oh ja. Bonnie! Das ist für Bonnie! Und mir meine Tochter zurückgebracht. Wie kann ich euch nur danken? Kein Problem. Das war ein Kinderspiel für uns. Wir haben schon viel größere Ganoven in die Flucht geschlagen. Nein, Bill, bitte verlass die Stadt nicht. Ich kann nicht hierbleiben. Sam und mich, uns ruft die Prärie. Ich muss weiterziehen, Baby. Lebe wohl. Oh Mann, das war wieder was. Aber Gott sei Dank hast du diese Bonnie hinter dir gelassen. Die war sowieso eine Nummer zu groß für dich, Billy Boy. Was heißt eine Nummer zu groß? Und sowieso, du könntest dir auch mal ein bisschen mehr Mühe geben bei den Frauen. Ach, was interessieren mich die Weiber? Die kosten nur Kohle und Nerven. Du alter Brombeer. Wenn ich mein Mädel gefunden habe, reitest du hier allein durch die Prärie. Wäre vielleicht auch besser so. Dann müsste ich nicht immer ganzen Städten den Arsch retten, die mich gar nicht interessieren. Du würdest sowieso keine 2 Tage ohne mich hier draußen durchhalten. Naja, wie auch immer. Wohin führt dieser Weg eigentlich? Ja, ich denk mal rüber über die Rocky Mountains, rüber nach Oregon. Naja, dann sehen wir mal, wo es uns hin verschlägt. Gunning this, brother running this, buffalo soldier. Look, it's like I told you. Any damsel that's in distress, be out of that dress when she meet Jim West. Rough neck, so go check the law on the by. Watch your step, we'll flex and get a hole in your side. Swallow your pride, don't let your lip react. You don't wanna see my hand where my hip be at. With Artemis from the start of this, running the game. James West, taming the West, so remember the name. Now who you gonna call? Not the GB. Now who you gonna call? G-W-E-G. If you ever riff with people wanna bust, break out before you get bummed. The Wild Wild West. When I roll into the Wild Wild West. When I stroll into the Wild Wild West. When I bounce into the Wild Wild West. Cisco, Cisco. In the West, madman lost his damn mind in the West. Loveless, kidnapped or dying, nothing less. Now I must put his behind to the test. Then through the shadows, in the saddle, ready for battle. Bring all your poison, it kind of poison. Behind my back, all that riffing you did. Front and center, now where you look back, kid. Who that is? A fiend, brother, bow for your health. Looking damn good, though, if I can.
can say it myself. Told me Loveless is a madman, but I don't fear that. He got mad weapons too, ain't trying to hear that. Trying to bring down me, the champion. When y'all clowns gon' see that it can't be done. Understand me, son, I'm the slickest they is. I'm the quickest they is. Did I say I'm the slickest they is? So if you barking up the wrong tree, we coming. Don't be starting nothing. Me and my partner gonna test your chest, Loveless. Can't stand the heat to get out the wild. Wenn du nur eine Sache in deinem Leben anders machen könntest, was wäre das? Ich würde von Anfang an meine Brillen bei Fielmann kaufen.